Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Hof Bergmann im LS22. Wir stehen in unserer Käserei. Es wird fleißig Ziegenkäse gemacht. Und wenn alles funktioniert hat, habt ihr im Vorspann, nenne ich es mal, habt ihr einige Sachen gesehen, die ich erledigt habe im Zeitraffer. Mal gucken, ob das so hinhaut. Das ist nämlich eine coole Sache. Das wird dann auch hier, dass ich euch dann auch hier mal immer wieder so Sachen zwischendrin zeigen kann, die gemacht werden müssen, ne, wo aber langweilig wären, wenn wir die in jeder Folge wiederholen würden. So, wie ihr sehen könnt, wir haben eine ganze Menge Ziegenkäse. Der muss jetzt erstmal weg und wir haben in der heutigen Folge auch einiges vor. Nämlich würde ich gerne die ersten Schweine zum Metzger bringen. Und was mich total nervt, ist dieses Zucken der Bäume. Seht ihr das? Das war im Herbst noch viel, viel schlimmer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt schon mal gegoogelt und gemacht und getan. Viele sagen, ja, Shader, Nvidia Shader und so weiter. Ich habe alles durchprobiert. Das funktioniert einfach nichts. Wenn ihr da noch Tipps habt, wie man das abschalten kann oder welche Grafikeinstellungen man wählen sollte, um das nicht mehr zu haben, dann wäre ich euch da sehr dankbar, weil manchmal funktioniert es so wie jetzt und wenn man dann in einer anderen Position steht, dann flackert es wieder. Ja, wobei hier flackert es auch. Ihr seht es ganz leicht, ne? Also wenn ihr da Tipps habt, dann gerne her. So, was machen wir zuerst? Ich würde ganz gerne zuallererst mal unseren Viehtransportwagen klar machen, damit wir da die Schweine entsprechend transportieren können. Der Schweinestall ist voll. Also wir müssen da jetzt tatsächlich, wir haben Dezember, ich bin einen Monat nach vorne gegangen. Wir müssen jetzt tatsächlich was tun, um da wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Und dann würde ich fast sagen, wir lagern hier mal zwei aus. So. Wo sind sie? Hier sind sie. Ich meine nämlich zu wissen, dass wir den Viehtransporter auch mit Stroh bestücken können. Und das würde ich gerne tun. Ansonsten, was ist noch passiert? Ich habe auf dem Weingut mal angefangen, die Reben zu stutzen. Aber das ist natürlich wieder so eine richtig fiese Arbeit, beziehungsweise sehr viel Arbeit. Machen wir am Schluss noch ein bisschen weiter. Und dann werde ich das auch zusehen, dass ich das fertig bekomme. Damit wir dann halt eben im nächsten Jahr auch wieder die Weinreben, die Weinlese dann auch wieder haben. Ah, warte mal, unser Schlepper steht da vorne, ne? Steht der da noch? Ja, der müsste noch am Milchfass hängen. Auch da müssen wir ein bisschen Gas geben jetzt, denn die Kühe produzieren auch richtig heftig. So, dann mal rein in unseren Fendt. Wir können schon wieder ein bisschen Ziegenmilch. Na, 7% haben wir noch drin. Aber es produziert ja dauerhaft. Da, oh, unser schönes Panoramadach, ne? Oder, heißt es Panorama? Jedenfalls die Scheibe vorne größer. So. Jetzt hängen wir den Viehtransporter hier mal an und dann weiß ich auch nicht, ob wir die einfach dahin bringen können oder ob wir das Gebäude kaufen müssen. Apropos kaufen, würde ich gerne in der Folge auch noch ein bisschen was. Ansonsten werde ich dann bis zur nächsten Folge ein bisschen vorspringen. Warte mal, müssen wir das hier aufmachen? Lass mich mal schauen hier. Da schon mal nicht. Da schon mal nicht. Wartet mal. Hier aufklappen. Motor lassen wir mal laufen. Jetzt möchte ich gerne sehen, ob das funktioniert tatsächlich. Nicht so wirklich, ne? Ah nee, wartet mal. Muss man nicht hier das... Wartet mal. Ich glaube, ich habe da mal was mitbekommen. Zack. Ich glaube, man muss das aufmachen oben. Und dann funktioniert's. Ich glaube, da war was, wenn das richtig ist, was ich... Ja, genau. Und schon funktioniert's. Zack. Sehr schön. Also, dann haben wir jetzt hier unser Stroh drin. Machen wir wieder zu. Klappen das wieder zu und fahren mal zu unseren Schweinen und gucken mal, wie viel wir da reingeladen bekommen. Müssen einfach ein bisschen Platz schaffen und Fleisch verkauft sich ja auch recht gut. Dann müssen wir auf jeden Fall hoch zum Weingut, denn unsere Weinbehälter sind voll. Da geht nichts mehr rein und raus. Da müssen wir uns auf jeden Fall drum kümmern. So. Klappt mal auf hier, der Gerät. So, komme ich da jetzt eigentlich noch? Ja, komme ich. So, und zwar werden wir, ihr seht, 100 von 100. Und dann würde ich fast sagen, werden wir mal so 20 Sauen werden wir mal verkaufen, ne? 20 Sauen werden wir mal verkaufen. Okay, wir kriegen nur 13 rein. Dann verkaufen wir erstmal 13. In den Anhänger einladen. Ja, okay.
So, da stehen sie drin. Die Schweinis. Sehr schön. Und dann klappen wir hier hinten mal zu. Und fahren doch mal fix zum Metzger. So, jetzt müssen wir bloß mal schauen, wie rum muss ich denn zum Metzger? Wir gucken auf die Karte. Na? In letzter Zeit hängt meine Maus so ein bisschen. Das stört mich. Die Maus war echt teuer. So. Wir haben Kuhstall, also das ist ja unser Hof. Da bringt es uns nicht viel. Metzgerei. Okay, wir müssen hier rausfahren und dann links und dann in Richtung Getreidemühle. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Da fahren wir, würde ich sagen, heute mal zusammen. Oh, hoppla. Damit wir die Strecken auch so ein kleines bisschen kennen, ne? So, und wie gesagt, diese Klitscherei da mit den Bäumen, das nervt mich ein bisschen arg. Muss ich echt sagen. Das hatte ich im Herbst jetzt, also im November war das viel, viel schlimmer noch. Aber ich habe so viel probiert. Wie gesagt, ich habe in den Foren gelesen. Ich habe bei verschiedenen YouTubern mal geschaut und so weiter. Ich habe nichts gefunden tatsächlich. Beziehungsweise es gab schon Tipps, aber die haben bei mir irgendwie alle nicht geholfen. Ich habe den ganzen Shader Cage gelernt. Heißt es Cage? Ich sage auch immer Cage. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so heißt. So, passt mal auf. Hier ist der Landmaschinenhandel. Ja, fahr du mal. Du hast ja keine Zeit hier. In Erfurt sind sie ja alle on the rush, Alter. So, willkommen in Fuchshausen. Und hier müsste es einen Metzger geben. In Fuchshausen. Und dem liefern wir jetzt mal unsere Schweinchens an. Da ist die Freiwillige Feuerwehr. Gehen hier so ab in der Freiwilligen Feuerwehr. Scheinen unterwegs zu sein. Kippenautomat hängt da. Ja, wartet mal. Was mache ich denn? Ich muss hier. Hier ist der Metzger, ne? Nee. Hier ist der Metzger tatsächlich. Ah, wir sind, stehen da direkt davor. So, da steht er schon. Die Metzgerei Peter Hacke. So. In Ordnung. Jetzt müssen wir mal... Es ist für mich auch eine Premiere, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert. Wir klappen das mal auf. Ach, das ist natürlich super mit so runtergelassenem Ding. So. Wir steigen mal aus, sagen dem Peter mal Hallo. Hallo. Grüß dich. Oh. Deinen Stapler wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier schön die Schweinchens anliefern. Wie kannst du mir sagen, wie ich das mache? Metzgerei. Meine Farm. Gehört meine Farm. Lager ist leer. Jetzt ist halt die Frage, muss ich hier das Ding kaufen? Oder kann ich die Sachen auch so... Servus. Ja, kannst du mir helfen? Freund der Sonne. Was gibt's denn? Ja, guck mal, hier liest mal schön. Brustspitze, Vorderhesse, Dünnung, Hinterhesse, hohe Rippe, Roast Beef, Hüfte, Filet, Nierenzapfen, Ober-Unterschale, Nuss. Und da liegen auch schon Hähnchen. Ja, lecker Fleisch. Mm. Und zwar kein Fleisch von Massentierhaltung. Nein, unser Fleisch kommt... aus einem ordentlichen Betrieb. So. Oh, Rips. Rippies. Nice. Okay, also Leute, müssen wir jetzt aber erstmal hier drum kümmern, wie lade ich denn den Kram ab? Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das Teil vielleicht kaufen müssen. So. Gehört meine Farm. Ja, aber das kann ja nicht sein. So, pass mal auf. Hier gibt es den Punkt Metzgerei-Anlieferung. Besuch den mal. Ach, wir müssen hier hin. Hier ist der Anlieferpunkt. Ja, dann können wir natürlich da
stehen, bis wir schwarz werden. Alle Mann raus. Jetzt haben wir's. Auswählen. Ach, wir können nur 10 anliefern, oder was? Kommen die zwei aber auch. Ach ne, sind eins nur noch? Ne, 3 Stück haben wir noch hier drin. So, und jetzt gucken wir mal. Müssen wir das jetzt in der Produktion einstellen? Schweinefleischherstellung. Aktivieren. Ach, tatsächlich läuft. Man kann 10, ja gut, es wird als 10 Liter, ne? 10 Schweine sind halt die Literangaben hier. Ja, hervorragend. Zack. Und da haben wir unser erstes Schweinefleisch, Leute. Und das Schweinefleisch, wenn wir mal reinschauen in die... In die Verkaufspreise. Was kriegen wir denn eigentlich für Methan? Das ist gar nicht so gut. Rotwein, da bin ich jetzt mal gespannt. Guckt mal. Mackays Bierstübel, aber der Dorfladen gibt immer noch am meisten. Ziegenkäse räumen wir auch nochmal. Oh, da könnten wir sogar mal einen Mackays Bierstübel liefern. So, Schweinefleisch, hier guck mal im Dorfladen, beziehungsweise Mackays Bierstüberl, 3219, also das lohnt sich echt, da machen wir jetzt richtig, richtig fett Asche. Und dann würde ich sagen, warten wir halt hier mal, bis wir hier noch 10 Stück, das ist gut zu wissen, dass wir hier nur 10 Stück nutzen können. Wird jetzt halt seine Zeit dauern, also lassen wir den Schlepper hier einfach mal stehen, hoppla. Zwischendrin kann es übrigens immer mal wieder zu kleinen Lags kommen. Weil eben ich den Shader entsprechend... Ach krass, guck mal, jetzt liegen hier Schweine drauf. Ach was, ihr hört aber doch nicht durch die Kreissäge, Jungs. Jetzt wird hier richtig gearbeitet. Ernsthaft, eine Flex? Warum liegt hier eine Flex? Das ist ja cool. Naja. Also, ihr macht das hier schon, ne? Servus, haust da rein. Ich komme dann wieder. Gut. Die Transporter lassen wir hier stehen und wir fahren zurück. Und dann würde ich sagen, nächste Sache ist dann der Wein. Fahren wir so in die richtige Richtung? Ich glaube es eher nicht, ne? Warnblinker angemacht. Abfahrt. Gut, also. Dann würde ich aber fast vorschlagen, Leute, wir machen das anders. Wir lassen ihn jetzt hier nach Hause fahren. Steigen hier aus. Denn wir müssen zu unserem anderen Schlepper. Der steht an der Molkerei. Weil ich da gewartet habe, bis die ganze Milch entsprechend produziert ist. Und wir die jetzt auf einen Schlag verkaufen können. Das wollte ich auch zusammen mit euch machen. Müssen wir gerade mal schauen. Wo haben wir denn hier die Molkerei? Das ist der Vieh- und Landhandel. Ich muss mich nämlich hier echt mal ein bisschen besser zurechtfinden. Das geht ja gar nicht, was sich hier immer nur Autodrive fahren lässt. Wo ist denn unser... Hier oben. Da oben. Ne, das ist der Vario. Hier steht er. Zu dem will ich. So, wie ihr sehen könnt... Es gab ordentlich Milch und da hinten steht auch schon wieder, aber der Wagen ist beladen. Und somit fahren wir, müssen wir mal schauen, wo wir eigentlich hinfahren, mit unserem Pfand und unserer Milch. Barmilch. Ernsthaft, ist die in der Molkerei billiger? Ja komm, jetzt fahren wir aber zum Dorfladen. Das Ding ist echt schwer beladen. 13.248 Liter Milch haben wir jetzt hier drauf. Und es ist übrigens sehr cool, dass das hier auf diesem Brandner funktioniert.
dass man es laden kann. Das ist richtig nice. Und so können wir auch mal mit unserem neuen Fendt unterwegs sein. Der ist richtig, der gefällt mir richtig gut. Ja. Schon sind wir hier wieder an der Metzgerei vorbei. Und der Hofladen war doch hier auch. Ne, da müssen wir, glaube ich, da vorne. Kirche. Ich glaube, der Dorflass ist hier. Genau, richtig. So, oh. Gehe ich aber mal in die Außenperspektive, dass ich hier besser sehe, wie ich rangiere. Ach, kommt schon mit dem Milch. Guckt euch das an. Alter, das gibt Kohle. Das waren jetzt 19.319 Euro plus Umweltbonus. Und den Rest noch hier. Nochmal 3.418. Richtig gut. Richtig gut. So, dann würde ich aber sagen, fahren wir mit ihm gleich mal wieder in die Molkerei. Hoppla, kommt einer. Sind wir heute nämlich mal ein bisschen unterwegs. Rechts ist frei, links ist auch noch nie einer gekommen. Abfahrt. So, dann stellen wir da nämlich unseren Wagen hin, weil da brauchen wir ihn jetzt am meisten. Die Kühe produzieren nämlich auch. Ich habe so die Befürchtung, dass unser Stall da auch ziemlich voll ist. Das heißt, wir werden dann auch mal ein paar Kühe zum Metzger bringen, um da halt einfach wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Sonst nimmt das alles so ein bisschen Überhand. Und wir verdienen eben Geld, ne? So, wir haben momentan, wir gehen auf die 300.000 zu. Das bedeutet, wir müssen mal schauen. Ich brauche noch die ein oder andere Sache. Unter anderem so einen Methanwagen für unsere Biogasanlage. Der wäre ganz schick. Den hatten wir ja in den anderen Versionen der Hofbergmann. Hatten wir den schon? Könnte ich mir jetzt eigentlich, weil ich ja gesagt habe, die Sachen, die wir schon hatten, die hole ich mir so dazu und schreibe mir das Geld wieder gut. Aber da wir so gut dastehen, geldmäßig, brauchen wir da jetzt gar nicht rummachen. Also das wird kommen, unter anderem habt ihr den Rasenmäher gesehen, ne, Anfang der Folge, wo ich dann ein bisschen Rasen gemäht habe. Das ist auch cool, ist auch eine coole Mod. Und die habe ich uns rangeholt, da werden wir dann auch immer mal regelmäßig Rasen mähen, dass es da gut aussieht. So. Ja, pass mal auf, da müssen wir jetzt hier und hier. So, ja. Hat er nicht gesperrt, ne? Die Achse. Jetzt hat er sie gesperrt. So. Sehr schön. Haben wir noch Milch drin? In unserer Produktion. Schweinefleisch. Ja gut, es dauert jetzt halt einfach. 25 Zyklen, Kosten pro Monat 50. Können wir uns ja alles leisten. Ist ja gar kein Ding. Ziegenmilch produziert auch. Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wird denn noch Haarmilch produziert? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Hier, Haarmilch verpackt. Nee, aktuell nicht. Gut, aber es kommt jetzt gleich wieder dazu. Dementsprechend würde ich sagen, wir lassen den Auflieger hier liegen. Oder hier stehen vielmehr. Und machen uns jetzt mal auf den Weg zum Weingut. Und das ist ja gerade auf der anderen Seite. Müssen wir da vorne links. Wartet mal, wie kommen wir denn auf die? Kann man kurz fix auf die Map gucken. So, wir stehen also quasi hier. Ah, wir könnten den Feldweg fahren, ne? Der jetzt hier kommt. Das machen wir auch. Immerhin fahren wir einen Schlepper. Da kann man auch einen Feldweg fahren. Gut, also, dann müssen wir uns jetzt um den Rotwein kümmern. Da kommt nun mal richtig fett Kohle rein. Und dann würde ich natürlich gerne noch, müssen wir jetzt hier lang? Ne, wir fahren noch einen weiter.
Dann müssen wir uns natürlich mal noch um neue Felder kümmern. Und aktuell ist ja noch nichts gepflanzt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir warten mit dem Kauf eines neuen Feldes, bis da Bepflanzungen drauf sind. Oder aber wir sagen, okay, komm, wir kaufen uns die jetzt und bepflanzen uns die dann so im Frühjahr, wie wir es haben wollen. Und dazu tendiere ich ehrlich gesagt am meisten jetzt. Und da werden wir dann auch mal schauen. Höchstwahrscheinlich wird das wieder ein Feld ziemlich nah zu unserem Hof. Das würde auch passen. So. Und dann fahren wir jetzt mal hier. Das Feld wurde auch nicht mehr bestellt, ne? Das haben wir doch abgeerntet mit Kartoffeln, ihr erinnert euch. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich es in der Aufnahme drin hatte. War ein Lohnauftrag. Aber da ist dann auch nichts mehr passiert. So. Weingut Bergmann. Da wären wir. So, haben wir da jetzt... Ich hoffe, das Fass ist leer. Wir müssten halt auch mal ein bisschen Traubensaft verkaufen. Natürlich ist es nicht leer. Aber wir können das bisschen... können wir tatsächlich da drüben einbringen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Platz. So, dann mal auf die Geschichte hier. Gut, eine Seite hätte gereicht. Egal. Ne, die Öffnung ist größer. Falsch. Falsch gelenkt. Och. Manchmal dieses Umdenken, ne? Ich hab's noch nicht so drauf. Das passt. Sehr schön. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir kann ich jetzt hier direkt? Nee. Moment, das lagert da ein, aber wo ist denn der fertige Wein? Warte mal. Vielleicht da dran, dass ich das aufklappen muss. Ja. So, ihr seht, der Wein wird rübergeladen. Das heißt, das können wir jetzt hier auch mal machen lassen und in der Zeit zeige ich euch mal, was hier jetzt so Phase ist. In dem Bereich. Ich habe schon mal angefangen. Jetzt können wir hier mittlerweile die Reben so stutzen, ne? Die sehen dann so aus. Und das müssen wir halt hier wieder durchgehend machen und dafür habe ich uns mal diesen kleinen Fendt besorgt, weil es halt einfach besser ist, ne? Ihr seht's, aber hier oben ist halt auch so, ist richtig cool, so klein wie das Ding ist. Und dann haben wir hier unsere kleine Fräse. Machen wir an. Dann fahren wir hier so rein. Ist halt mit so einem kleinen Schlepper ist das ganz geil. Es geht auch zügig voran eigentlich. Also ihr seht, wir fahren hier mit 10 km/h. Aber das muss eben gemacht werden. Ne? Und das kannst du halt eben nicht mit Autodrive oder beziehungsweise mit Kursplay machen. Weil halt eben diese Reben nicht komplett schnurgerade gestellt sind. Und dementsprechend ist da halt eben Handbetrieb und Handarbeit angesagt. Was aber nicht wild ist, das ist wieder so eine gechillte Sache. Also der Weinbau im LS, der fordert schon Zeit, da muss man schon Bock drauf haben, das muss man sagen. Aber bringt natürlich dann halt auch ordentlich Ertrag. Und wie gesagt, den kleinen Schlepper hier, den habe ich uns jetzt gemietet. Und mit dem werden wir das dann hier machen. Vielleicht mal gucken, vielleicht wenn ich da dabei bin, dann nehme ich das auch auf und schneide euch das dann auch in den kommenden Folgen einfach mal so vorne dran. Habe ich jetzt eh vor, dass ich das öfter mache, dass ich einfach vor die Folgen mal so ein bisschen was in Zeitraffer schneide, dass ihr seht, was ich dann so in Anführungszeichen offscreen gemacht habe, ne? Wenn es dann halt um Tiere pflegen geht, sprich Stall ausmisten und. Und da kann es passieren, dass ich euch da einfach ein bisschen mitnehme. Für euch ist das ja dann einfach eine 5-Minuten-Sache, was für mich 2 Stunden Arbeit bedeutet, aber... ist ja nicht wild. Also, dass ihr es mal gesehen habt, so läuft die Geschichte hier ab. Den Schlepper lasse ich mal hier stehen und ja, dadurch, dass wir auch Mietkauf drauf haben, vielleicht, also so einen Schlepper werden wir über kurz oder lang brauchen, da werden wir gar nicht drum rumkommen, wenn wir hier die Weingeschichten weitermachen wollen. So, wie weit ist jetzt unser Wein? Der müsste voll sein, so sieht es nämlich aus. Und dann fahren wir doch mal. Gucke ich aber gerade mal kurz in die Produktion rein. Sollte ja jetzt eigentlich. Genau.
Reifung. Traubensaft können wir wieder nachfüllen, aber ihr seht, Rotwein ist jetzt ein bisschen ausgelagert. Hier haben wir, das können wir wieder aktivieren. Und die Fermentierung aktivieren wir auch. Schwein ist immer noch am Arbeiten. So, jetzt müssen wir aber gucken, wo ist der Lohnabfüller? Denn wir müssen erst den Wein in Kisten verpacken, bevor wir die dann verkaufen können. Aber wo ist denn dieser Molkerei? Ja, das wissen wir. Landhandel, Lohnabfüller, der ist hier unten. Okay. Alles klar. Also, dann lassen wir ihn aber jetzt mal damit Autodrive hinfahren. Damit wir jetzt am Ende der Folge dann auch noch ein kleines bisschen was kaufen können, wie wir es geplant hatten. Woher rutsche ich das mal zu? Das ist der innere Monk. Wenn das nicht gleich ist, dann kriege ich da die den Föhn. Die Krise, wollte ich eigentlich sagen. So, Weingut, Verkaufsstellen. Lohnabfüller, da haben wir doch. Lohnabfüller, Anlieferung. So, dann fährst du mal dahin und wir bewegen uns jetzt zurück zu unserem Hof. Beziehungsweise können wir ja auch hier machen, ne? Also, was uns gehört aktuell, ist der Bereich. Ich bin auch im Überlegen, ob wir uns den Schrebergarten mal wieder kaufen. Weil es eigentlich schon cool war, ne? Jetzt so im Frühjahr könnten wir ja da schön im Schrebergarten vielleicht auch noch ein kleines bisschen was. Muss ich mal gucken, wobei wir hier halt schon genug Handarbeit haben. Aber hier, was kostet denn die Geschichte? 298 kostet dieses Grundstück. Feld 3 kostet 221. Ist schon ganz schön teuer hier, die Felder, ne? Das, ja gut, dann hat sich das halt auch schon mit Hofnah erledigt. Da, hier. Feld 13 würde 138.000, kriegen wir sogar 14% Rabatt drauf, weil wir da wahrscheinlich schon Arbeiten für gemacht haben. Was kostet denn dann das Feld? Oh, fast eine halbe Million. Und jetzt bin ich aber mal, wartet mal. Jetzt muss ich aber mal gucken. Das hier ist die Kuhweide. Ich gehe das mal besuchen. Da hätte ich natürlich, das wäre auch cool, wenn wir uns die Kuhweide noch kaufen würden. Ja, das machen wir auch, Leute. Wir kaufen uns dieses Grundstück, Kuhweide. Dann können die Kühe auch raus. Das ist gut. Und dann können wir hier einen mobilen Melkstand hinmachen. Das fände ich nicht schlecht. Die Frage ist bloß, wo ist hier der Eingang? Schön eingezäunt ist es. Das ist auch direkt unmittelbar von unserem Weingut. Der da vorne, der Eingang? Die Einfahrt, ja, ich glaube, hier kommt man runter, ne? Weil irgendwie müssen die Küchens ja auch hier rein. Ja, hier scheint der Eingang zu sein. Ja, Leute, lasst uns das machen. Lasst uns hier... Pass auf, wir kaufen uns den Bereich um Feld 26, der kostet 67.000. Kaufen. Und wir kaufen uns das Feld noch. Kaufen. Sehr schön. Bleiben uns noch 42.000. Wow, haben wir richtig Kohle rausgeballert jetzt. Aber wir haben jetzt eine schöne Weide und das bedeutet, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall Kühe auf die Weide bringen. Und dann mal gucken. Lasst mal kurz schauen. Ne, hier nicht. Hier, ich habe noch gar nicht reingeguckt, was eigentlich so im Angebot ist. Oh, ein John Deere Schlepper, sehr schön. Gibt es nicht den mobilen Melkstand, aber ich glaube, das ist eine Mod, ne? Aber ich guck mal bei Tierhaltung. Doch, hier. Es gibt den mobilen Melkstand. Er ist mit drin. Den werden wir uns auf jeden Fall nur noch kaufen, wenn ich hier auf Konfigurieren gehe. Können wir auch schön. Farbkonfigurator, den habe ich auch neu drauf. Wunderbar. Ja, den werden wir uns dann kaufen. Der fasst 10.000 Liter, das ist sehr schön. Ja, dann können wir das tun. Aber dann würde ich sagen, müssen wir jetzt halt erstmal wieder ein bisschen sparen. Jetzt haben wir auf einen Schlag die Kohle rausgeballert, aber macht nichts. Wir können auch ruhig mal Geld ausgeben. Und was wir jetzt zum Schluss noch machen, Leute, wir gehen uns jetzt das beim Lohnabfüller noch angucken. Das habe ich nämlich selbst auch noch nicht gesehen. Hier sind wir also beim Lohnabfüller. Wer steht da? Servus. Alles Frotscher?
Sieht so aus. Dann lasst uns hier mal Rotwein entladen. Wunderbar. Ist ziemlich klarer Rotwein, stelle ich fest. Macht aber nichts. Gut, müssen wir da jetzt auch wieder die Produktion ans Laufen bringen. Weinabfüllung, Kisten. Ja, die müssen wir wahrscheinlich aktivieren. Sehr schön. Und dann haben wir hier Rotwein verpackt. Und hier kann man übrigens auch das Bier abfüllen. Da guck hin. Okay, Leute. Also, jetzt wissen wir Bescheid. Hier kommt dann Rotwein raus. Das heißt, das werden wir in der nächsten Folge, werden wir auf jeden Fall auch Rotwein zum Verkauf bringen können. Also, so langsam laufen die Produktionen alle an. Und wenn alles gut läuft, kriegen wir das sogar hin, dass wir dann das erste Mal auch Bier abfüllen können. Und vielleicht zu Makais Bierstüberl liefern, wenn er gut bezahlt, ne? Alles eine Sache der Bezahlung. In diesem Sinne, ich darf mich bei euch bedanken fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge aus dem LS auch wieder mit dabei wärt. Und wenn ihr auch Vorschläge habt, natürlich gerne in die Kommentare. Würde ich mich freuen, wenn die Kommentarfunktion noch ein bisschen mehr genutzt werden würde. Wäre mega cool. Und ja, ansonsten wünsche ich euch was und bleibt anständig, bleibt gesund. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.